Salut, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder Kurs Filmwelt und heute gibt es den zweiten Teil der PDAX Neuerscheinungen. Alles, was noch bis Mai 2024 bei PDAX Film veröffentlicht werden wird. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und dass auch etwas für euch dabei ist. Wir legen jetzt gleich los und ich bin selber gespannt, was es dort diesmal zu sichten gibt. Ja, okay. Also, das erste, was ich euch heute empfehlen kann, was ich hier gerade sehe und auch ihr jetzt bereits, ist Daheim in den Bergen, Volume 2 oder Volume 2, wenn man so möchte. Ja. Also es scheint ja irgendwie, ich kann mich noch erinnern, das ist eine Serie damals, glaube ich, gewesen, oder war es ein Film? Muss mal sehen. Nähere Informationen gebe ich euch jetzt gleich noch mit dazu natürlich, wie immer, schön anschaulich mit den Fotos von PDAX-Film. Und erstmal daher recht viel herzlichen Dank an PDAX Film dafür, dass ich dieses tolle Film- und Fotomaterial zu diesem, ja, zu dieser Vorstellung benutzen darf. Vielen lieben Dank von Kulis Filmwelt an PDAX Film. Gut, aber jetzt legen wir wirklich los. Daheim in den Bergen, Volume 2 oder Volume 2, ist ab dem 9.05.2024 bei PDAX Film erhältlich. Das sind, ja, wie schon gesagt habe, im Grunde wie so eine Miniserie, wie ich das so sehe. Es sind laut PDAX Film 5 weitere Spielfilmfolgen der beliebten Alpensaga jetzt wieder auf dem Markt, die ihr dann bald ab dem 9.05.24 dann ja, euch zulegen könnt, wenn ihr auf sowas total abfahrt. Und ich lese natürlich auch wieder so ein bisschen den Hintergrund oder vielmehr erstmal die Filmhandlung auch vor, damit ihr wisst, was, worauf ihr euch da überhaupt einlasst. Ja, also ich sag mal jetzt, PDAX Film, Filmzitat, Anfang. Nichts als Sorgen im Allgäu. Nachdem Vater Huber gestorben ist, wissen seine Töchter Marie und Lisa nicht, was sie mit dem Hof machen sollen. Ein Verkauf kommt zunächst für sie nicht in Frage. Doch die Weiterführung ist auch aufgrund der finanziellen Lage problematisch. Tom hilft den beiden Schwestern. Zudem stellen sich bei den Beteiligten auch bald Frühlingsgefühle ein. PDAX Film, Filmzitat, Ende. Jo, also es ist in, sagen wir mal, alter Manier, so wie man es so kennt, Liebe ein bisschen und ja, Vater gestorben, wo der Hof jetzt irgendwie verkauft werden soll, aber noch nicht wirklich, vielleicht ja doch dann irgendwann so weit kommen wird. Also so richtig in, ja, wie sagt man, ländlicher Atmosphäre, ja, wie man das so gewohnt ist. Also ich kann mich, wie gesagt, auch irgendwie noch an diese, ich sag's mal, Miniserie jetzt dafür, ja, weil es sind ja Folgen, 5 weitere, wie gesagt, diesmal, in dieser DVD-Box hier mit drin. Und ich kann mich noch irgendwie erinnern, weiß nicht, auf irgendeinem öffentlichen Sender liefen die damals, ja, also ich habe sie jetzt nicht so großartig gesehen, aber so ab und zu mal reingesetzt, bestimmt mal. Ich muss mal schauen, also hier gibt es auch eine Episodenliste für alle, ich sag mal, ich nenne mal die Episodenliste, welche Folgen da drin sind, von den 5, weil vielleicht sammelt das ja tatsächlich jemand unheimlich gerne und will jetzt wissen, ja, auf welche Folgen kann ich mich denn jetzt endlich einstellen und freuen. Also wir fangen jetzt, also es gibt ja schon mal Volume 1, wenn man natürlich am Volume 2 denkt, natürlich muss es Volume 1 auch schon geben. Und somit fangen PDAX Film jetzt damit an mit Folge 6. Ja, Folge 6 wäre dann Auf neuen Wegen, Folge 7 Brüder, Folge 8 Die Bienenkönigin, Folge 9 Die Zweitgeborenen und Folge 10 Alte Pfade, neue Wege. Ja gut, also ich denke auch, dass das alles sehr chronologisch ablaufen wird. Ich kann euch das jetzt nicht sagen, aber davon gehe ich mal sehr stark aus, denn PDAX Film ist ja immer sehr bedacht darauf, wirklich das dann sehr präzise und toll zu machen für die Leute, die auf solche tollen Sachen dann stehen. Es gibt sogar noch ein Bonusmaterial, meine Lieben. Barrierefreie Fassung, Auto-Description und Untertitel für Hörgeschädigte. Ach, also wahrscheinlich könnt ihr das dann zuschalten. Das nehme ich mal an. Ja, wenn hier barrierefreie Fassung steht, das ist natürlich toll. Hintergrundinformation schaue ich auch mal, weil das ist ja auch immer interessant. Das fasse ich dann ein bisschen für euch zusammen.
Ja, also man sagt ja immer so Heimatfilm, ein bisschen bieder oder so. Aber hier bei Daheim in den Bergen ist es wohl wirklich nicht so. Es soll wohl kein biederer Heimatfilm sein. Und das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, weil, jo, wenn dann wäre das, glaube ich, auch nicht so eine Miniserie geworden, die dann großartig dann noch Erfolg gehabt hätte. So, aber anscheinend doch, eben das eben nicht so bieder ist, wie man es halt so kennt mit den älteren Heimatfilme mitunter, ja, muss ja nicht immer sein, das sieht ja auch jeder anders. Und man hat auch gesagt, das ist wirklich eine rundum gelungene alpenländische Familiensaga. Ja, also, dass man auch ein Gespür für Authentizität hatte. Und ja, dass manche sagen, also es lohnt sich wirklich, es ist zweifellos ein Fest, hat Prisma gesagt, ja, also diese Zeitschrift oder dieser Blog da, es gibt es ja auch auf dem Internet Prisma, wo man da lesen kann, ja. Und das soll eben wirklich, naja, wie es halt immer dann so ist, auch wenn solche Familiensachen sind, natürlich wirklich eine Fehde zwischen den Hubers und den Leitners sein und dadurch natürlich auch sehr viel Dramatisches und Emotionales dann wieder für die Zuschauer vorhanden sein. Also ihr könnt da wahrscheinlich richtig toll wieder, naja, ein bisschen Taschentücher zücken und euch ein bisschen in die ländliche Idylle des Allgäus da, wenn man vielleicht nicht verreisen kann, dann hat man wenigstens das Allgäu zu Hause auf DVD. Und wie ich hier gerade lese, diese Serie oder diese Miniserie, sagen wir mal so, haben wirklich anscheinend, wie ich hier tatsächlich auf PIDAX lese, rund 4 Millionen Fans verfolgten jede Episode. Also die müssen wirklich unheimlich gute Einschaltquoten damals gehabt haben. Und ja, dann ist es natürlich klar, dass da wirklich auch jetzt schon ein zweiter, ja, Teil einer DVD nochmal rauskommt. Das ist natürlich dann toll, ja. Muss man ja wirklich mal sagen. Guck mal hier noch weiter. Wer spielt denn hier alles mit? Also ich kann euch mal so ein paar Schauspieler nennen. Katrin Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger ist dabei, Matti Faust, Florian Panzner, Judith Todt. Also nicht Todtdenken, ja, TH hinten, ja, TOT, ja. Entschuldigung bitte, aber Judith Todt, Nadja Sabat, Karl Knaup, Matthias Herrmann, also sehr, sehr viele Leute. Christoph M. Orth, Leute, den habe ich auch, besonders so in den 90er Jahren ist der mir immer mal wieder in irgendwelchen Filmen untergekommen, ja. Weiß gar nicht, was er heute so großartig macht. Wahrscheinlich Theater oder so, ne? Aber Christoph M. Orth spielt in irgendeiner Folge auch mit. Oder spielt er überall immer mal so mit? Das weiß ich nicht, meine Lieben. Ich kenne mich bei Daheim in den Bergen leider nicht so aus. Es tut mir leid. Ja? Aber es sieht gut aus. Man muss es wirklich sagen. Es sind, wenn euch das natürlich interessiert, bestimmt, ja, es sind ja 5 Folgen, wie gesagt. Ja? Und diese 5 Folgen seht ihr dann auf 3 DVDs. Ja? Und es gibt auch wieder dieses Keep Case, was ich im ersten Teil schon immer gesagt habe. Es gibt dieses Keep Case auch wieder zum Wenden wieder, also dass ihr inwendig dann das FSK-Logo wieder nicht dabei habt. Das stört ja immer sehr oft auf so hübschen ja, Fotos. Da klopfe ich mir gleich die Hand am Tisch auf, toll. Aber macht nichts, ist nichts passiert. Aber das stört ja doch schon immer. Und wenn man dann wirklich sagen kann, nö, ich kann mir das schön umdrehen so, ja, und kann mir das schön hinstellen irgendwo, finde ich toll. Ja, also Keep Case mit Wende inwendig. Ohne FSK-Logo, Leute. Ich glaube, das interessiert sehr viele Leute wieder. Laufzeit für diese 5 Folgen auf 3 DVDs soll sich wohl auf 445 Minuten belaufen, Leute. Also das lohnt sich natürlich sehr. Ihr wisst gar nicht, wie viel das jetzt ist, ja. Aber über 5 Stunden, also über 5, auch noch länger, also wahrscheinlich 6 Stunden, also kopfrechnen Schwachkinder. Aber 454 Minuten laufen diese ganzen insgesamten Spielfilmlängen der Serie. Ist ja super, oder? Sprache ist Deutsch und eben auch Untertitel, wie ich eben auch schon mal angeführt habe, Deutsch für Hörgeschädigte, Untertitel ist super, ja. Ja, FSK müssen wir da nicht beachten, Leute, ist ab 0 Jahre, ja. Können Kinderchen auch schön schauen, super. Und das beläuft sich tatsächlich wohl anscheinend auf die Folgen zwischen 2020 bis 2023. Also noch ganz frisch, meine Lieben, denn die Produktion Deutschland 2020, 2023. Also läuft das immer noch, Leute? Ich weiß das gar nicht, ja? Ist ja ein Ding. Und das finde ich ja super, ja? Ja, und die Fotos sehen ja auch, ja, naja, Heimat,
technisch heimatmäßig aus. Ja, da ist. Aber sag mal, ist das hier nicht hier Alexandra Nelde oder wie hieß sie, die Blonde hier gerade, die da mit der anderen jungen Frau da sitzt, hier vor der Hütte oder so? Also irgendwie kommt die mir doch so vor, da verwechsel ich die. Aber ist egal, meine Lieben. Ist ja super, also jo, das kann man sich aber einverleiben, ja? Und wie gesagt, meine lieben Kinder von heute und von morgen, von gestern und weiß ich was, es ist wirklich so, Pilax-Film weist darauf auch immer wieder hin, wenn man jetzt schon vielleicht, ja, man kann schon vorbestellen eventuell, und es kann auch immer sein, dass es dann schon vorzeitiger bei Pilax-Film erhältlich ist. Also deswegen, wenn ihr mal vorbestellen wollt, könnt ihr ja gerne schon mal machen. Wenn euch das wirklich jetzt zusagt, wenn ihr sagt, Mann, das sammle ich doch so gerne, ey, jo, ja, dann bitte einfach machen. Einfach machen. Der offizielle Start ist natürlich so wirklich der 9.5.24, wie gesagt. Aber wie gesagt, bei Pilax-Film ist es oft auch schon früher erhältlich, mein Lieben. Ja, jedenfalls, wenn ihr bei Pilax-Film direkt auf der Seite da bestellt. Ich verlinke euch natürlich wieder alle schön links. Unter dem Video in der Videobeschreibung oder in die Videobeschreibung. So, und jetzt gehen wir einfach mal zu Filmchen Nummer 2. Moment mal, das sieht schon wieder ein bisschen nach einer deutschen Produktion aus. Ja, warum nicht? Preußische Nacht. Und hat auch noch einen preußischen Titel, wenn wir sagen, ja? Preußische Nacht. Ja, sagt man, der hier kommt ja bekannt vor. Ist das nicht Gerd Böckmann oder so? Das sieht ja irgendwie, sieht aus wie Napoleon. Oder, nee, Napoleon kann es ja nicht sein, weil preußische Nacht ist, meine Lieben. Ja? Wen hatten wir denn ja? Friedrich den Großen oder so. Das kann Friedrich der Große sein, oder? Mal sehen. Ich guck mal. Okay. Ja, ich mache mir auch immer so ein bisschen meine eigenen Gedanken. Ja? Ein bisschen, ja, so ein bisschen Filmquiz-mäßig, ja. Gut, preußische Nacht, meine lieben Kinder, ist ebenfalls ab dem 9.5.2024 bei Pilax-Film offiziell erhältlich. Und es ist wohl ein hochkarätig besetzter Historienfilm. Ja, seht ihr, wie ich sage, über die Sterbenacht Friedrichs des Großen. Ja, dann habe ich ja doch noch die Kurve bekommen. Ja, Freunde. Okay. Ja, das klingt ja interessant. Über die Sterbenacht Friedrichs, also, das ist ja toll. Also, sowas interessiert mich ja. Wenn das wirklich, sagen wir mal, biografisch auch, sagen wir mal, wirklich sich an die Fakten hält, dann wäre das ja wirklich toll. Also, das interessiert selbst mich, Leute. Also, ich lese mal euch wieder die Handlung vor. Kommt erstmal wieder Pilax-Film, Filmzitat, Anfang. Ja? Es ist die Sterbenacht des Preußenkönigs Friedrich II., auch der Große genannt. Der 74-jährige Monarch bittet seine ungeliebte Gemahlin Elisabeth Christine zu sich. Seitdem Friedrich den Thron bestieg, wechselte er nur mehr wenige Worte mit ihr. Nun aber beginnt ein Gespräch über seine Regierungszeit und die Königin bringt ihrem Mann dazu, Rede und Antwort zu stehen. Den Tod vor Augen hat er nichts mehr zu verlieren. Pilax-Film, Filmzitat, Ende. So, also das klingt ja wirklich nicht verkehrt. Jetzt, wo ich das gerade so gelesen habe, könnte man fast meinen, es würde sich vielleicht so um einen kammerspielartigen Film handeln. Es kann tatsächlich sein. Also ich kenne das so, dass dann in solchen Situationen, wenn es sich wirklich jetzt nur um eine Rückblende quasi oder wenn man sich so besinnt, dass das wirklich oft so als Kammerspiel inszeniert wurde, muss man mal sehen. Aber das klingt ja wirklich interessant. Es ist natürlich echt die Frage, haben sich die Filmemacher damals da wirklich darum bemüht, die historischen Fakten oder Daten dann auch wirklich ordentlich ja, in den Film mit reinzubringen? Oder hat dieses Gespräch wirklich so stattgefunden? Das ist ja, oder sind das wirklich notierte Zitate von Friedrich dem Großen? Also das würde mich ja persönlich jetzt sehr interessieren. Aber ich schaue mal hier in Hintergrundinformationen, vielleicht haben Sie ja dazu etwas geschrieben. Ah, okay, hier wird es offensichtlich, bei den Hintergrundinformationen wird es wirklich offensichtlich, anscheinend hat dieses Gespräch tatsächlich nie stattgefunden zwischen Friedrich dem Großen und seiner Frau. Ja, denn hier schreibt man als Hintergrundinformationen das Zitat Anfang. Autor Manfred Bieler schrieb ein fiktives Gespräch zwischen dem Preußenkönig und seiner Ehefrau, in dem die Königin
in Anführungszeichen mit dem Auge der liebenden Frau seine Motive erkennt und seine Prinzipien in Frage stellt. Anführung oben. So der Pressetext von damals. Und der Drehbuchautor hat dann noch dazu ergänzt, Zitat, so geschieht eine Art Wunder. Der Widerling verwandelt sich in einen Menschen. Zitat Ende. Ja gut, also dann ist es wirklich fiktiv, aber es ist natürlich auch ganz interessant, finde ich tatsächlich mal, wenn Mensch stirbt, in ihm vor sich gehen kann und was hätte es sein vielleicht können. Für mich ist es wieder schade, dass es natürlich dann nicht historisch wirklich so stattgefunden hat, aber okay, sich mal mit diesem Thema so auseinanderzusetzen und wenn man natürlich die historischen Hintergründe, die Fakten so ein bisschen belesen ist, was damals in Preußen wirklich stattgefunden hat, unter der Regierung von Friedrich dem Großen, dann kann man sich das vielleicht ein bisschen sogar denken, dass er tatsächlich vielleicht so getickt haben könnte. Also trotzdem ganz interessant, also muss schon sagen. Ja. Ach, schaut mal an, Leute, hier habe ich recht gehabt, wo ich gesagt habe, ist das Gerd Böckmann? Ja, ist Gerd Böckmann, Leute. Den habe ich so oft schon gesehen in tollen Filmen. Einmal, wenn ich kurz abschweifen darf, natürlich bei Jeder Stift für sich allein mit Hilgard Knef aus 1976 von Alfred Vohrer, der Film. Und dann einmal hier, der Film ist auch total super, von 1986 war der, glaube ich, Bitte lass die Blumen leben mit Klaus-Jürgen Wussow und Hannelore Elsner. Den müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, wenn es den mal gibt. Der ist sehr, sehr selten. Vielleicht mal an Peters Film eine Meldung hier, ja, offiziell von Cooles Filmwelt. Bringt doch mal als DVD hier, Leute, bitte lass die Blumen nehmen, neu auf dem Markt. Der Film lohnt sich echt. Ja, geht da irgendwie um so einen Flugzeugabsturz da und der überlebt dann also hier, der Wussow. Ja, ich sag's mal, wie das so viel kann man sagen. Und dann geht's richtig los, weil, ja, aber dazu geht's ja, darum geht's ja jetzt nicht. Es fiel mir bloß ein, dass da auch Gerd Böckmann damals mitgespielt hat. Das hat mir damals unheimlich gut gefallen, weil der hat irgendwie eine angenehme Art. Also, gut, auch hier. Und wenn Gerd Böckmann hier natürlich bei Preußische Nacht als erster steht, wird er natürlich auch, wie man auf dem Cover ja auch sehen kann, Friedrich den Großen hier spielen. Der spielt ihn hier noch mit. Alf Marholm, ey Leute, der hat auch viel synchronisiert und hat den Chef von der Schwarzwaldklinik hier gespielt damals. Kennt ihr den noch? Das war so ein älterer Herr. Der war auch immer ganz gut, also echt hammermäßig. Sabine von Maidel, ja, die kenne ich auch noch. Cordula Tranto. Ey Leute, die hat auch mal hier in Barbeck damals, glaube ich, mitgespielt. War auch so eine kleine Miniserie in drei Teilen mit Kurt Jürgens. Ja, und hier irgendwann anders toll noch. Muss wirklich mal überlegen. Ja, Cordula Tranto war jedenfalls auf jeden Fall mit dabei. Und Manfred Zapatka. Leute, kennt ihr den noch? Der hat immer so ein bisschen Fieslinge in Filmen gespielt. Also ja, das ist ja nicht schlecht, ja. Wer spielt denn sonst noch mit? So Hans-Günther Martens. Heidrun Pollack, Siegfried Steiner, ja, kenne ich auch irgendwie noch her. Entschuldigung bitte, mein Leben, habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Aber es klingt ja sehr gut, also muss man ja sagen. Ja, prima. Also meine Lieben, das ist wirklich eine DVD, also wirklich nur eine DVD, auch wieder mit einem Kipcase mit Wende-Inlay, inwendig wieder ohne FSK-Logo. Leute, prima, ja, finde ich super. Das gefällt mir. Aber der Film von der Minutenangabe lohnt sich. Sind glatte 2 Stunden. 120 Minuten Laufzeit. Also bei es wird ja immer generell auf circa so, ja, gerechnet. Aber man kann so sagen, 120 Minuten sind hier angegeben. Laufzeit circa 120 Minuten. Ja. Gut, Sprache Deutsch. Untertitel sehe ich jetzt hier nicht irgendwie leider. Aber, oder dass man noch umschalten kann vielleicht. Also ist generell nur auf Deutsch meine guten. Und was gibt es denn hier noch? Freigegeben ab FSK 12, Produktion Deutschland 1981, Leute. Also da waren ja auch wirklich noch Filme, auch aus deutschen Landen, die wirklich qualitativ richtig toll mitunter waren. Natürlich eben auch schon wegen den großen Stars, da kann man wirklich noch sagen, damals hatten wir echt noch in Deutschland Stars. Heute ist das eher nicht mehr so, ja, aber also von meinen Augen, ja, aus meiner Sicht her, ja. Aber gut, das gefällt mir gut, ja. Und es sieht auch sehr ansprechend aus. Es sieht halt wirklich historientechnisch aus. Also die, wenn man jetzt so hier die Kostüme schon mal so sieht, es sieht ganz toll aus. Ja, muss ich sagen. Also schon die Fotos hier versetzen mich wirklich ins preußische
Preußentum, sagen wir mal so, ja. Also ja, das sieht nicht schlecht aus. Und guck mal hier, dieses tolle Cover, was hier gerade so vorne hier zu sehen ist, das stört wirklich schon, dieses grüne FSK-Logo, muss man wirklich sagen. Ne? Also wenn man so sieht, das schöne Blau da im Hintergrund und natürlich sowieso schon dunkel gehalten. Also da seid froh, Leute, wir haben mal, wenn dieses Wende-Inlay, also wenn dieses Cover umdrehbar ist, ohne dieses natürlich nötige Zeichen, ja. Aber es ist, wie es ist. Ist doch toll. Also könnte ich mir vorstellen, ist toll. Ich verlinke den Link wieder nach unten, meine Lieben. Und jo, ist auch zum humanen Preis, muss man wirklich sagen. Will ich nicht sagen, schaut einfach mal selbst vorbei, ja, überzeugt euch selbst. Und ja, ach, seht da mal einer an, hier sehe ich auch gerade, dass man hier auch über bei PDAX für mit PayPal bezahlen kann. Bezahlen Sie nach 30 Tagen. Nach 30 Tagen, meine Lieben. Ihr könnt also erstmal schon mal schauen, ob alles gut ist und dann könnt ihr erst noch, habt ihr 30 Jahre Zeitpause. Sehe ich jetzt hier gerade. Ist aber für alle Filme immer so hier, was überhaupt hier bei PDAX hier erscheint. Aber fällt mir gerade so auf. Ja. Wunderbar, meine Kinder. Gut, da war Gerd Böckmann hier, ist Friedrich der Zweite. Seht ihr, preußische Nacht. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die nächste Phase. Sag's mal Phase. Okay. Oh, ich glaube, das ist jetzt eine Serie. Und auch wir aus Deutschland. Leute, haben wir heute hier nur deutsche Produktion gerade. Okay. Ja, ist ja auch mal schön. Ja, ein bisschen in Nostalgie schwellen. Ja, Urlaub auf Italienisch. Das sagt mir auch was. Ist das da vorne Stefan Behrens? Ah ja, da steht er sogar da. Stefan Behrens. Ach, guck mal. Den kenne ich ja auch. Der auch ein toller Synchronsprecher, hat damals oft in Derek und der Alte, also all so eine Krimiserie mitgespielt. Und auch, glaube ich, hier bei Der Kerl liebt mich. Ja, irgendwie, Hilfe. Ich glaube, Der Kerl liebt mich. Oh, irgendwie so hieß das immer mit Uschi Glaster. Hat ja auch, glaube ich, irgendwie mitgespielt. Also der hat schon mitunter ganz tolle... Stimmt, der hat auch dieses auch eine Serie damals mal, ja, Urlaub auf Italienisch, ja. Ach, guck mal, hier, so Family-mäßig, okay, alles klar. Gehen auf Urlaub, super, also, ihr wisst ja, Leute, es ist ja teuer, heute einen Urlaub zu buchen, dann kann man sich wenigstens mal so eine schöne alte Serie mal wieder gönnen, ja, die verhältnismäßig günstig dafür ja ist, wenn man bedenkt, was ein Urlaub kosten würde, und dann, eben wie früher so in den 50er Jahren, meine Lieben, einfach dann entschwinden, wahrscheinlich, wenn Urlaub auf Italienisch ist, dann nach Italien bitte, ja. Natürlich wäre dieses alte Klischee, Deutschland, Italien, so dieses Reiseziel, ja, aber ist doch schön, ja. Ach, guck mal an, ne? Also ist auch ab 9.05.24 bei PDAX Film erhältlich, meine Lieben, kann auch sein ein bisschen früher, ja, kann sein. Ach, guck mal, ach so, das war gar nicht dass das in mehreren Staffeln oder so war damals, ja. Ich kenne die Serie, irgendwie sagte mir was, habe ich bestimmt mal reingeschaut als Kind oder vielleicht als Jugendliche, weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr das direkt ist. Aber das ist wohl wirklich nur eine siebenteilige Familienserie gewesen und die ist jetzt genau auf dieser DVD drauf. Alle, die komplette siebenteilige Familienserie ist da drauf. Ja, das ist ja gut, ja. Ist natürlich jetzt mal interessant, wie lange diese Folgen immer gingen, eine Stunde oder so, muss man mal sehen. Also ich mach mal wieder die Handlung, ja, für alle, die Urlaub auf Italienisch noch überhaupt nicht kennen, ja. Gut, also PDAX Film, Filmzitat, Anfang. Urlaub auf Italienisch, da denkt man an gutes Essen, Rotwein, deutsche Farniente, Sand, Strand und Meer. Was Familie Korn jedoch auf ihrer turbulenten Reise erlebt, hat wenig damit zu tun. Ihr Auto wird gestohlen und sie stehen ohne Papiere da. Der Vater wird kurzzeitig verhaftet, ein Hotel entpuppt sich als Absteige und schließlich werden sie noch in eine Schmuggleraffäre verwickelt. Eine Katastrophe jagt die nächste. Ja, also, wenn ich das so lese, das klingt ja ganz lustig, ja. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen wie früher so auch diese Heinz-Erhardt-Filme, wo immer, also da wollte man Urlaub machen und dann ist immer irgendwie was schiefgegangen. Ja, ja, das ist ja... Vielleicht sollte das auch so ein bisschen sein, so in Erinnerung an diese tollen alten Filme, dass man mal eine Serie daraus gemacht hat. Natürlich mit anderem Hintergrund. Ja, ist ja nicht schlecht. Also überlege wirklich gerade, habe ich das gesehen? Also erstmal PDAX Film, Zitat, Ende war das jetzt. Ja, natürlich. Nach einer Katastrophe, ja, die nächste war PDAX Film, Zitat, Ende. Ja, entschuldigt bitte, meine Lieben. Weil ich war gerade irgendwie so fasziniert. Meine Gedanken sind gerade so irgendwo jetzt... gewesen, wo ich mal gesagt habe,
Irgendwie kommt es mir bekannt vor, ja. Okay. Ja, also es sieht ja sehr, sehr schön aus, ja. Also wirklich, hier Stefan Behrens ist mit dabei, Franziska Ühme, Leute. Die hat in vielen Komödien damals in den 70er Jahren auch mitgespielt und auch 60er Jahre, ja, zum Beispiel mit Roy Black auch und so, ja. Pierre-René Müller spielt noch mit Andreas Mannkopf, Leute, der sollte auch noch jedem bekannt sein. Also der hat ganz viele Serien überall immer irgendwo mitgespielt, ja. Wer spielt nochmal? Ey, guck mal hier, Ingrid Steeger, die ist doch jetzt vor kurzem leider verstorben. Ey, guck mal, das ist ja toll, meine Lieben. Da kann man, wer jetzt Fan von Ingrid Steeger ist, also an alle Ingrid Steeger-Fans oder die sie überhaupt mochten, irgendwie, ja, Leute, unbedingt kaufen da mal, könnt ihr doch mal Ingrid Steeger noch mal deutlich jünger sehen. Von 1986 ist die Serie, meine Lieben. Ja, naja, also Kinder, das lohnt sich ja. Ey, guck mal hier, Christina Plate, ja, die spielt ja heute immer noch viele Serien oder macht die noch, ja, ne, Theater viel. Aber die hat auch damals hier im Praxis Büdelboom, kann man sagen, in der Nebenhandlung oder Haupthandlung schon wieder gespielt, ja. Ja, wunderbar. Horst Pinnow spielt mit. Okay, dann irgendwie auch Italienisch oder Lucio, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Lucio Carisi oder so. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja? Wenn nicht, bitte verbessert mich letztendlich, ja. Wer spielt nochmal? Elisabeth Volkmann hier, Leute. Guck mal hier vom Klimbim. War die Klimbim-Gemeinschaft da gar nicht mit dabei? Die hat mich bei Klimbim damals mitgemacht, wo ja auch Ingrid Steeger dabei war. Leute, Herbert Fuchs, Leute, Bruni Löbel, das ist ja ein Ding hier, die Haushälterin hier von Ich heirate eine Familie. Und Herbert Fuchs, der hat ja unheimlich auch viele Komödien in den 70ern gemacht. Leute, zum Beispiel das Haut den stärksten Zwilling um hier mit Christian Anders und Ea Richter damals. Also der Film ist einer meiner Lieblingsfilme übrigens, ja. Muss man wirklich sagen. Herbert Fuchs, geil, ja. Muss man wirklich sagen. Gunther Philipp. Also wirklich, Leute, da sind ja wirklich nochmal alle Leute dabei, die man wirklich auch aus den 70er Jahren nochmal kennt, ja. Helmut Förnbacher, Christina Nehl. Christina Nehl hat zum Beispiel damals in diesen ganzen Nimmer von der ersten Bank Filmen mitgespielt, diesen siebenteiligen Nimmer von der ersten Bank Folgen da. Wunderbar, ey Leute, dann bloß nicht doch mal. Ey, da bin ich ja wirklich. Leute, hallo Ballo, ey. Hier, Regie Sigi Rothemund. Also der macht immer gute Sachen. Also ich habe mal mit Hilda Knef einen guten Film da gesehen, und zwar Tödliches Erbe. Nochmal ein Pilax-Film hier, wenn Pilax-Film mal reinschauen sollte in mein Video, ja, hier in meinem Neuvorstellungsvideo, ja, für Mai 24. Leute, wenn ihr mal wollt, Pilax-Film, ja, liebes Pilax-Film-Team, ja, wenn ihr wollt oder wenn ihr könnt, ja, wenn ihr die Lizenzen dafür bekommt, also, bringt mal von hier Hilda Knef raus, Tödliches Erbe, das war so ein Krimi von Siegfried Rotemund, ja, auch noch mit Horst Buchholz damals, den gab es nur ein, zweimal im Fernsehen 1996, und dann gab es den nie wieder. Ja, ich habe den auch irgendwo auf einer alten Videokassette damals aufgenommen. Aber das wäre toll, ja. Vielleicht jetzt hier, wie alt wird's denn? So, 2025, da wird Hilda Knef ja 100 Jahre. Das wäre was, ja. Also hier, Sigi Rothemund, ja, also Siegfried Rothemund. Regie führt zu dieser siebenteiligen Serie, also siebenteilige Serie, ja, richtig, habe ich richtig gesagt. Gut, also eine siebenteilige Serie, zur komplette Serie auf DVD, auf zwei DVDs, meine Lieben. Also zwei DVDs erwarten wir euch dann. Weiß nicht, wie der dann drauf ist, ja. Vielleicht vier auf der ersten und drei auf der letzten, also auf der zweiten, keine Ahnung, aber zwei DVDs, wieder mit Keepcase, mit Wände-Inlay, inwendig wieder ohne FSK-Logo. Das ist also immer wunderbar hier irgendwie bei Pilax-Film, ja. Also da könnt ihr euch immer über sowas freuen, dass das nicht stört mit diesem FSK-Dingens, ja. Gut, Laufzeit sind circa wieder Angabe, ja, Laufzeit circa 329 Minuten. Das sind ja über 5,5 Stunden. Leute, das konnte ich jetzt gerade mal noch so ausrechnen, ja. Sprache Deutsch, ja, das ist gut. Freigegeben ab 6 Jahren. Produktion Deutschland 1986, meine Lieben, ja. Ich gucke mal noch die Hintergrundinformationen. Man sagt also wirklich, es ist eine rasante und unterhaltsame Familienserie. Und wurde dann, wenn es dann wirklich nach Italien wahrscheinlich geht, ja, ist ja klar, wurde wirklich an Originalschauplätzen gedreht. Also hier nicht irgendwie denken, ach na ja, da haben die irgendwie Hintergrund so gemacht und haben so getan und haben im Studio gearbeitet
und haben so getan, als wären sie in Amerika, in Italien, ja. Nee, wohl wirklich an Originalschauplätzen gedreht. Also da kommt natürlich dann wirklich Sommerstimmung auf da, ja. Ah ja, guck mal, und da schreiben die auch nochmal, Sigi Rottemund hat dann auch noch die Supernasen damals gemacht. Also hier mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger und Piraten sind da Powerplay und diese Donner Leon Filme da. Ah, guck mal, Anna, ja. Gut, gut. Also muss ja sagen, meine Lieben, das ist ja teuer. Also Gunther Philipp natürlich, Elisabeth Volkmann und auch Ingrid Steger haben natürlich nur so Gastrollen dann. Ja, es geht ja wirklich um diese Familie Korn, ja, wie die heißen da, ja. Also hier Stefan Behrens, ja, und Franziska Öhme dann und ihre Kinder natürlich, wie man hier ja auf dem Foto sieht. Die müssen ja auch die Kinder haben, ja. Also irgendwie sieht es da so aus, ja. Aber es sieht wirklich, es sieht heimelig aus, es sieht gemütlich aus. Also es macht jetzt schon Spaß. Selbst mir jetzt, ja. Okay, meine Lieben, also muss ich sagen, Produktion Deutschland 1986. Mann, Kinder, da war ich 8, ja. Mal sehen, also da habe ich bestimmt ein paar gesehen, irgendwie mal so nebenbei. Also kann schon mal gut sein, ja. Ich habe sowas unheimlich gerne früher gesehen. Und das weckt selbst in mir irgendwie Erinnerung. Auch wenn ich mich an die Serie nicht direkt erinnern kann. Aber ist toll. Urlaub auf Italienisch. Das lohnt sich mal. Also die ganze Serie auf zwei DVDs, Leute. Ja, dafür ist der Preis und ich ist angemessen. Es ist nicht überteuert oder so, ist toll. Kann man sich gönnen. Ja. Vielleicht Ostern ist ja, ist das schon? Ah nee, Ostern ist ja nicht. Ostern ist ja jetzt im März, Leute. Also, aber zum schönen Maibeginn, ja, wenn der Frühling so schön richtig, so im voller Wallung und Prallung ist, ja, wo die schönen Blüten an den Bäumen schon sind, da kommt man schon mal in so ein Urlaubsfeeling dann, das ist prima. Also Urlaub auf Italienisch unbedingt mal vormerken, Leute. Das könnte was für euch sein, wenn ihr so auf deutsche nostalgische Produktionen steht. Ja, wunderbar, Kinderchen. Gut, ich mache weiter. Bin schon gespannt, was jetzt die vierte Neuvorstellung für heute uns hier sagen will. Gut. Nee, also Leute, jetzt wird's ja richtig krass. Rasputin, also unglaublich, ja. Ach, das ist ein Zweiteiler, guck mal, hier sehe ich gerade, das komplette Zweiteiler Rasputin. Also ich muss ja persönlich sagen, ich habe mehrere Rasputin-Verfilmungen gesehen. Ich überlege gerade, ob ich die gesehen habe. Ist das jetzt deutsch oder was? Ist das jetzt eine deutsche Produktion? Muss mal gucken. Ah, also gut, Schwarz-Weiß-Fotos. Alles klar. Ist der Film jetzt etwa in Schwarz-Weiß, meine Lieben? Na gut, kann man ja machen. Obwohl Rasputin würde richtig gut rüberkommen, wenn man den damals in Farbe gedreht hätte, glaube ich. Mal sehen, ob vielleicht ist er so. So Leute, diesmal müsst ihr darauf achten. Dieses Mal nicht werden, ja, jetzt sagt die Kulibia, ist der 9.5., wo er erscheint. Nein, meine Lieben. Ja. Rasputin hier erscheint am 16. Mai 2024 bei Peterson. Ja. Vielleicht auch ein bisschen eher, aber offizielles Datum zur Veröffentlichung, für die Veröffentlichung, Kinder, da komme ich in Stocken, ja, ab 16. Mai 2024, ja, bei uns, also das heißt bei Peterson, ja, ist klar, ja, gut. Ah ja, gut, okay, also, naja, es soll jedenfalls ein packender Historien-Zweiteiler mit Herbert Stass sein, der Rasputin spielt, ja, dann klingt das schon deutsch, ja, dann muss das irgendwie deutsch sein. Naja, ist eine deutsche Produktion, meine Lieben, alles klar. Gut, also, Herbert, das sagt mir gar nichts weiter. Ich weiß jetzt so nicht. Vielleicht, wenn ich ihn sehe. Ja? Aber na gut. Also, ich mach mal wieder euch die Handlung näher bringen. Feiner Deutsch, oder? Ist doch toll, ja. Aber Pilax-Film, Filmhandlung, Zitat, Anfang. Rasputin, eine der rätselhaftesten und umstrittensten Gestalten der russischen Geschichte, wurde zugleich als Wüstling, Abenteurer und Scharlatan verachtet. Und als Heilsbringer der Unterdrückten sowie als erfahrener Berater der Zarenfamilie verehrt. Auf Basis von Protokollen einer Untersuchungskommission, die 1918-19 Licht in das Dunkel rund um Rasputin zu bringen versuchte, erzählt dieser Zweiteiler unter anderem von seiner Jugend in Sibirien, seinem Machthunger und seinem Aufstieg. Peters Film, Filmzitat, Ende. Das ist natürlich mal jetzt was ganz anderes. Muss wirklich sagen, Kinder. Ich kenne ja wirklich viele, einige Rasputin-Filme. Und ich muss sagen, ich überlege gerade so, die Filme, die ich gesehen habe immer,
ob es jetzt deutsche Produktionen waren oder internationale, die haben sich immer mit dem Rasputin der späteren Jahre befasst. Also wirklich jetzt so, wo eigentlich schon, ja, eigentlich genau da, wo mit der Zarenfamilie dann das große Dilemma da war und so. Also, und wo er dann eigentlich schon, naja, wir wissen ja, was mit Rasputin dann letzten Endes passiert ist. Wäre ein bisschen historisch sich auskennen so ein bisschen. Ich möchte da jetzt nicht weiter vorgreifen, weil ich mich wirklich jetzt auf diese, auf diesen Zweiteiler hier stützen möchte. Und ich möchte eben dazu sagen, dass man mal so die Jugendzeit wirklich mal betrachtet. Das ist mir selbst wirklich nicht untergekommen. Vielleicht hat man das mal in irgendwelchen anderen Filmen in Rückblenden oder so erzählt oder kurz angesprochen oder so. Aber so, das scheint ja hier, wenn es ein Zweiteiler ist, sich ja auch richtig mal damit zu beschäftigen. Und was ich gut finde, ist, dass irgendwie das ja wirklich anscheinend auf Basis von Protokollen einer Untersuchungskommission, die so 1918, 19 da Licht ins Dunkel bringen wollte, wie ich ja gerade gesagt habe, sich darauf zu berufen scheint. Also wenn das wirklich so ist, wenn das wirklich ist, sagen wir mal, historische Protokolle die Grundlage boten zu diesem zweiteiligen Film, dann ist das natürlich richtig gut. Also wenn der Film jetzt das verspricht, was ich jetzt mir, wenn ich das nur so lese, erhoffe davon, dann interessiert mich das echt selbst echt voll brennend. Ja? Hier Jugend in Sibirien, wie er dann aufgestiegen ist durch seinen Machthunger und so und dann sein Machthunger und den Aufstieg dann und also richtig gut. Also wie gesagt, es sind zwei Teile. Der erste Teil heißt Der heilige Teufel und zweitens dann Rasputins Tod. Ich weiß jetzt nicht, wie natürlich von der Zeit her das ist. Muss gleich mal schauen dann, interessiert mich sehr. Dann der erste Teil natürlich, sich damit befassen, wirklich mal intensiver die Jugend von Rasputin zu beleuchten. Und dann aber wirklich auch nochmal, was man ja sonst schon auch in anderen Filmen mehr oder weniger schlecht, gut gesehen hat, dass man da nochmal natürlich auch diese Zeit nicht außer Acht gelassen hat. Also dann heute, also da bin ich wirklich sehr, finde ich gut, ja. Toll, also. Wartet mal, also muss es erstmal schauen hier. Muss erstmal jetzt hier schauen. Ist also wirklich eine DVD. Also auf einer DVD sind dann wirklich die zwei Teile drauf. Und auch wieder Keep Case mit Wände-Inlay, inwendig wieder ohne FSK-Logo. Das ist schon mal wieder sehr lobend. Und die Laufzeit ist dann wirklich 163 Minuten circa. Ja, 163 Minuten circa. Was wollte ich denn sagen? Kinder, hier, was sind denn das? Ja, nicht ganz 3 Stunden. Ja, nicht ganz 3 Stunden. 2 Stunden 40 oder so. Irgendwie so 2 Stunden 43 irgendwie so. Ja, das wird dann schon ziemlich genau sein, wenn sie es gut inszeniert haben. Ja, da kann man schon mal. Das ist echt mal was anderes, meine Lieben. Ja, ist echt mal was anderes. Und ich kenne mich wirklich mit solchen Filmen aus, weil mich diese Story immer sehr interessiert an sich so hat, wisst ihr? So, besonders das mit der Zarenfamilie, da war ja sehr viel Dramatik dabei und so, aber ja, da, also das wird schon ziemlich genau sein. Also wunderbar. Ja, wie gesagt, ist ein Schwarz-Weiß, Zweiteiler, ja. Sprache Deutsch, FSK ab 12. Oh, naja, jetzt ist mir auch klar, warum der in Schwarz-Weiß noch sein könnte. Also das ist ja wirklich ein ganz alter Film, Leute. Ein ganz alter Film. Ich dachte vielleicht aus den 70ern oder so. Als Produktion Deutschland 1966, Leute. 66. Das ist ja. Den habe ich selber nicht gesehen, meine Lieben. Also das wüsste ich, ehrlich. Ja. Gut, wer spielt denn da alles mit? Wollen wir mal sehen. Also Herbert Stass, der wird dann Rasputin natürlich sein. Anneliese Römer, Leute, die kenne ich auch. Ja, die kenne ich auch. Die habe ich mal in einer anderen Serie gesehen. Dann Wolfram Schärf, Heike Balzer, Hans Krull, Klaus Miedel kenne ich auch, Leute, also wirklich jetzt mal. Harry Riebauer, Rudi Schmidt, Matthias Einert, Lili Schönborn-Ansbach, Helga Böttiger, Susanne Wilsten, Dieter Ransbach, Georg Willing, Karl-Heinz Schulze. Ja, also das ist schon, also mir sind jetzt bloß vom Namen her wirklich so zwei Leute bekannt. Aber wenn ich die sehen würde, dann wieder, ach, die sind das, ja, da wäre so ein Aha-Effekt bei mir. Aber das ist ja wirklich, bin wirklich jetzt ein bisschen verdutzt. Also ein Pilax-Film lässt sich nicht lumpen, wenn es wirklich um richtig auch seltene Klassiker geht. Das gefällt mir eben enorm an Pilax-Filmen. Da muss ich wirklich ein großes Lob mal an Pilax-Filmen aussenden.
Vielen lieben Dank, Pilax-Film, ja. Meine ich auch ernsthaft. Ist jetzt nicht, weil ich jetzt Pilax-Film Neuvorstellungen hier vorstelle euch. Nee, nee, ich bin auch nicht dazu verdonnert, hier irgendwie absolut riesennett zu sprechen, ja. Nee, ich finde das nur, ihr wisst ja, ich bin ja so Klassiker-Fan, ja. Ihr wisst ja, wie mein Kanal aussieht, ja. Immer so die alten, tollen Filme. Und dieser Film sagt mir gar nichts von 1966, ja. Was ist denn hier als Hintergrundinformation, ja? Ah, Moment mal, muss ich einmal lesen, meine Lieben. Ja, also man hat wirklich den Hauptdarsteller wirklich wohl sehr, sehr gelobt. Damals in der Presse tatsächlich, da waren wohl unheimlich gute schauspielerische Leistungen und ein überzeugender Darsteller für diese Rolle Rasputin. Also dann werden die sich bestimmt, wenn die Presse sogar schon das gelobt hat. Ja? Ihr wisst ja, die sind immer gerne, naja, ja, also immer sehr kritisch. Und ja, dann werde ich schon mal, könnte ich schon mal meinen, dass die sich da wirklich ins Zeug gelegt haben. Damals die Filmemacher, die hatten es ja auch noch wirklich drauf. Die haben sich mitunter echt nicht lumpen lassen. Gerade bei so einem historischen Film, da haben die richtig reingebuttert. Also was ging, ja, das glaube ich so, das glaube ich schon so, ja. Man hat eben auch gesagt, dass diese Darsteller und auch eben dieser Herbert Stass als Hauptdarsteller Rasputin, gemeinsam mit allem drum und dran, also auch wahrscheinlich die Atmosphäre, die Bauten, die man dann hatte, die Requisiten und alles, dass das wirklich insgesamt schon mal gut war und auch eine prächtige Maske mit dabei wo, verwendet wurde, also wirklich noch Maskenbildner am Werk waren, die ihr Handwerk verstanden haben. Also meine Lieben, das kann ich mir auch gut, richtig gut vorstellen. Ja, ja, also der Film wird sich absolut lohnen, das also muss man echt sagen. Und selbst, manche haben dann auch noch gesagt, dass es echt eine super Regie gewesen sein soll, quasi eine packende Regie. Also dann wisst ihr schon, also wenn so viele, also ich habe, das sind jetzt verschiedene Pressemitteilungen quasi gewesen, Auszüge quasi, die ich jetzt nicht zitiert habe, aber wiedergegeben habe in meinem Satz jetzt mal. Und aber wenn ich jetzt mal, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn die Presse so einhellig sich wirklich einig war im Grunde, dass dieses ja, zweiteilige Machwerk so gut rüberkam, dann wisst ihr, also sonst würde man ja auch mal irgendwo eine, ja, eine kritische Meinung hören. Ich weiß nicht, dass alle so gut über diesen Film sprechen würden. Ja, aber also der wird sich wirklich lohnen, glaube ich, ja. Das ist schon richtig gut. Ja, gut. Also Regie führte übrigens Robert A. Stemmle, wenn euch der noch was sagt von früher. Und der hat der sowieso sehr viele historische Fälle in Filmen verpackt. Wisst ihr? Also dann verstehe ich jetzt auch, warum die Presse sich da so einstimmig einig war, dass das echt ein sich lohnender Zweiteiler geworden ist. Ja, also er muss ja damals dann schon fürs Fernsehen produziert geworden sein. Denn Zweiteiler, also glaub nicht, dass das jetzt ein Kinofilm war. Ja, also nehmen wir schon an, man hat ja, viele haben da ja schon Fernseher gehabt und so, dann hat man schön dann am Abend, es gab ja damals nur drei Programme im Höchstfeier, ja? Und dann hat die Familie sich da wirklich mal eine gute Sache echt mal reinziehen können. Also ich glaube, der macht echt Spaß. Also ihr seht ja hier auch schon die ganzen Fotos, die ich euch immer so zwischendurch immer hier noch zeige und so. Na, also es ist, ja. Und wenn ich hier schon Rasputin sehe, so im Profil auch, ja, ja. Ja, das ist, ja, das kann richtig interessant werden, ja. Also gut. Also muss mich jetzt erstmal selber beruhigen, ja, weil ich habe echt von dieser Filmversion noch nie was gehört. Ja. Von 1966 auch gar keinen Fall. Also gut, gut. Also, Leute, wisst ihr Bescheid, ja. Rasputin hier mit Herbert Stass ab 16.05.2024 auf jeden Fall bei Pilax-Film erhältlich. So, meine Lieben, für heute kommen wir dann schon zur letzten Neuvorstellung vom Pilax-Film, Neuerscheinungen, die bis Mai 2024 noch veröffentlicht werden sollen. Jetzt zum fünften Filmchen. Ja, ja, ist ein Filmchen, das sieht schon so aus. Oh, mit Maximilian Schell. Ja, gut, also mit Maximilian Schell, da ist immer gut. Ja, der hat immer ganz gute Filme gemacht, muss man sagen. Gut, also die letzte Neuvorstellung für heute. Es gibt ja dann später noch einen dritten Teil mit Neuerscheinungen bis Mai 24 von Pilax-Film Neuveröffentlichungen. Wisst ihr ja, habe ich ja schon im ersten Teil meines Videos angekündigt. Heute beschließen wir den zweiten Teil mit einem Film von, oder mit
vielmehr Maximilian Schell und Barbara Rötting und Heinrich Gretler. Leute, die kennen ja alle. Das ist ja, das war so meine Jugendzeit. Solche Filme habe ich echt gesehen, jetzt weniger Heimatfilme, aber ich kenne die ganzen Schauspieler aus anderen Filmen halt her. Also nicht, dass er denkt, ich habe mir so Heimatfilme damals so reingezogen. Manchmal schon, ja. Aber nicht so hauptsächlich, aber Maximilian Schell, viele Filme gesehen. Barbara Rütting, auch viele Filme, immer so beiläufig da gesehen. Heinrich Gretler, den kenne ich aus unendlich vielen Filmen von früher. Naja, ihr wisst ja, coole, die Klassikliebhaberin, ja. Naja, gut, meine Lieben. Ah ja, guckt mal hier. Da seht ihr, das hier ist zum Beispiel, dieses Foto hier, wo die Frau so hochschaut zum Mann, ja. Das ist Barbara Rütting, ja. Barbara Rütting. Ich habe immer manchmal, wenn ich diesen Namen ausspreche, als wenn ich einen Zungenbrecher spreche. Ich weiß nicht, Barbara Rütting. Da muss ich immer erst hier hinten aus der Kehle ein bisschen Luft holen, ja, dass das ordentlich und klar um mich rüberkommt. Naja, aber wie gesagt, das hier auf diesem Foto ist Barbara Rütting. Ja, also wunderbar. Das hier natürlich, das auf jeden Fall Heinrich Gretler, hier in dieser, ja, wie sagt man, Pastorenkluft oder so, sagt man das so? Also, oder wie sagt man das? Irgendwie katholisch aus, ne? Also, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine, ja? Also, in seiner Arbeitskleidung, da ist Priester oder was der da spielt, ja? Ihr habt den Film schon viel, schon oft davon gehört, aber ich habe den, glaube ich, nie gesehen, ja? Macht ja auch nichts, meine Lieben. Ja, hier Maximilian Schell, ebenfalls nochmal mit Gretler, muss jedenfalls Gretler sein, meine Lieben, ja? Das hier ist jedenfalls Maximilian Schell, als er noch deutlich jünger war, als viele ihn vielleicht erst später wahrgenommen haben, ja? Auch diese Schauspieler hatten alle mal eine Jugend, meine Lieben. Ja. Das ist einfach mal so, ja. Ja, da werden Erinnerungen wach. Ich sage, also für mich persönlich, ja, weil ich habe halt immer so 50er, 60er Jahre Filme oft als Kind und Jugendliche gesehen, ja. Und ihr wisst ja, ja, bis heute geht das eigentlich so bei mir, ja. Gut. Also auch dieser Film ab 16. Mai 2024 bei Pilax Film erhältlich, offiziell, ja. Wunderbar. Gut, was schreiben die denn jetzt hier? Berührendes Alpenmärchen mit Oscarpreisträger Maximilian Schell. Ja, stimmt, der hat Oscar abgeräumt. Ja. Wobei jetzt gerade die Oscars ja es hatten. Ja, naja, gut. Wobei mir gerade Al Pacino einfällt vom Oscar 2024. Das ist doch voll geil gewesen, was da abgegangen ist. Ja. Naja, könnt ihr ja mal nachforschen, wenn ihr ein bisschen auf YouTube hier rum surft mal. Das war super, ja. Ach, gut, aber wir wollen nicht ablenken, ja. Wir kommen zu jetzt gerade wegen Oscar-Preisträger Maximilian Schell. Der ja, der Bruder, also wenn jetzt jüngere Leute sich auch für ältere Filme mal interessieren oder sich da ein bisschen mit, wie sagt man, abgeben möchten, also sich dafür vielleicht ein bisschen so einen Touch haben, wo sie sagen, möchte mich damit befassen und mich ein bisschen damit umgeben. Maximilian Schell war im Übrigen natürlich natürlich der Bruder von Maria Schell, ja, dieser großen deutschen, schweizdeutscherischen Schauspielerin, ja, die auch international sehr große Erfolge gefeiert hat, zum Beispiel mit Hugh Brunner und alles was, ja, und also Maximilian Schell, Brüderchen von Maria Schell, leider beide nicht mehr bei uns, ja, na gut. Ist leider so, wie es ist. Wir müssen ja alle mal gehen, ja. Gut. Aber hier wird er wieder lebendig, Maximilian Schell. Und ich erzähle euch ein bisschen was von der Handlung jetzt. Pilax-Film, Film, Handlung, Zitat, Anfang. Die arme Familie Rainer opfert ihre gesamten Ersparnisse dafür, um eine Kuh zu kaufen. Doch das Tier, das auf den Namen Ludmilla hört, ist ausgemergelt und gibt keine Milch. Nach einiger Zeit gelingt es den Kindern der Familie, die Kuh auf eine saftige Weide zu bringen, wo sich die beiden auch um sie kümmern. Ihre sprichwörtlichen Gebete werden erhört und plötzlich gibt Ludmilla mehr Milch als alle anderen. Pilax-Film, Filmzitat, Ende. Na gut. Mann, Kinder, das... Okay. Naja, also Kinder, jetzt nicht, dass ihr denkt, ich muss schon ein bisschen lachen, weil ich muss ehrlich sagen, die Filmhandlung ist irgendwie, die klingt so irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein, na gut, es heißt ja auch Kinder der Berge, ja. Es klingt eher weniger wie so ein Heimatfilm. Es klingt wirklich eher so wie so ein Kinderfilm, wenn man so hört,
Es geht um eine Kuh, die Kindermilch bringt und dann die Kinder sich um die Kuh kümmern und plötzlich, fast wie ein Märchen sich an, und plötzlich gibt Ludmilla mehr Milch als alle anderen. Also das klingt natürlich sehr, also fast schon irreal, ja. Also wisst ihr, wie weiter, also nicht gerade realitätsnah, also weil es klingt irgendwie so ein bisschen komisch für mich, ja. Als wenn es so wie eine Satire fast so ist. Ich weiß nicht gerade, wie ich das sagen soll, aber gut. Okay, also ich habe ja auch viel, also einige Filme, ich bin ja nicht so ein Heimatfilmliebhaber und daher habe ich auch in den die 50er-Jahre-Filme nicht so sehr die sonstigen Heimatfilme gesehen, großartig. Zwar schon so einige, aber da war immer irgendwie, ja, irgendwie ein Bergsteiger, der dann irgendwie verunglückt ist und dann gab es Familienfäden, weil der eine Hof nicht wollte, dass die sich da lieben noch und so. Also mit sowas hatte ich ja jetzt gerechnet, aber ich habe die bestimmt schon mal reingeschaut, Kinder. Also irgendwann ist der mir bestimmt mal irgendwo untergekommen, hier Kinder der Berge. Aber der Text ist irgendwie so merkwürdig da. Also als wenn der Film eher so ein bisschen lustig wäre, wisst ihr, so... Plötzlich gibt es, also als wenn man das nicht so ernst nehmen soll, als wenn das so eine Heimatkomödie eher so ist. Also jetzt habe ich das Wort Heimatkomödie, so dass man wirklich sagt, jo, ja, Ludmilla, schon dieser Name Ludmilla für eine Kuh, ja, das ist, gut, damals waren die Namen ja so, aber das klingt schon lustig irgendwie und dann Ludmilla erst keine Milch und jetzt umso mehr, ja, mehr als alle anderen, ja. Also das muss, also wenn man das aber natürlich sieht mit dem Cover, dann sieht das natürlich schon ein bisschen ernster aus. Gut, wenn ich natürlich Heinrich Grätler bedenke, der hat auch in vielen Komödien mitgespielt, ja. Und wenn man das hier so sieht, mit, ja, anscheinend, wo er irgendwie eine Predigt hält oder so, ich weiß gar nicht, was das jetzt sein soll, ob der, wo der da ist, ist der in freier Natur oder was ist das? Ich bin nämlich jetzt hier im Hintergrund, meine Lieben, und habe die Fotos noch nicht eingefügt. Die mache ich jetzt erst nachträglich und dann sehe ich sie natürlich auch größer, ja. Aber ich bin jetzt direkt auf der Peters-Seite und lasse mich hier einfach mal inspirieren. Deswegen sehe ich die jetzt nur ganz in klein, ganz weit weg und schaue jetzt gerade so, hätte ich mir mein Opernglas mal schnell hier nehmen sollen. Aber ist ja auch egal, aber der sieht ja schon irgendwie ein bisschen lustig aus. Also ich nehme tatsächlich an, ist eine Komödie. Ja, also anders kann ich mir das nicht erklären, dass der Text hier so ist. Okay, aber es klingt ja mal ganz nett, ja, ganz lustig, ja. Ja, also wie gesagt. Ja, hier steht es ja auch. Alpenmärchen, ja. Alpenmärchen, Leute. Da, jetzt ist mir alles klar. Habe ich es nicht am Anfang gleich gesagt, ja? Das kann ich noch nicht ganz ernst nehmen, ja. Okay, alles klar. Also ich sag mal, ich guck mal gleich noch die Hintergrundinformationen, wenn wir schon dabei sind. Ja. Also wie gesagt, es ist wirklich ein Alpenmärchen mit Oscar-Preisträger Maximilian Schell in der Hauptrolle. Ach guck mal, diese Spielfilmproduktion war wohl die erste überhaupt als Spielfilmproduktion aus Liechtenstein. Ach guck mal, und ist sogar eine Romanverfilmung. Und dieser Roman hieß auch Ludmilla. Jetzt ist mir auch so einiges klar, ja. Von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja, vom Autor hier Paul Gallico, Gallico, ja, keine Ahnung, Kinder, ja, aber ihr könnt das gerne nachlesen, der, diese Pilak-Seite ist ja frei zugänglich für jedermann, und, von daher könnt ihr euch da selber gerne überzeugen, wie der Name geschrieben ist und selbst mal überlegen, wie würde ich den aussprechen, ja, gut, dann ist mir so einiges klar, ja, obwohl sogar die Kritiken sehr gut ausfielen. Man hat wohl auch mal gesagt, frisch im Ton, herzlich in der Darstellung, ja. Man hat da so gesagt, Zitat Anfang, frisch im Ton und herzlich in der Darstellung, unterhaltsam mit poetischen Untertönen, die auf die Romanvorlage zurückzuführen sind. Okay, Zitat Ende, ja. Okay, alles klar, ja. Und ein Kritiker, also Film-Ed, hat damals dann wohl gesagt, sprach von einem, Zitat Anfang, berührend, komischen Sozialdrama, Tresslers erster versucht, Menschen im bäuerlichen Milieu ernst zu nehmen und nicht im Stil des Heimatfilms als gutherzige Deppen vor pittoresken Gebirgskulissen zur Schau zu stellen. Ja. Zitat Ende. Ja, also ja, jetzt ist mir alles klar. Also die wollten das wirklich auch so erreichen, jetzt hier mit diesem Filmhandlungsstrang, dass ich wirklich... die wollten vielleicht schon mal so, dass die Leute generell mal so ein bisschen schon mal lächeln, schmunzeln, ja, bei mir ist es voll, ich hatte mich nämlich eigentlich wirklich wieder auf ein ernstes Heimatdrama, so auf so ein schwerfälliges vielleicht sogar eingestellt, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, wenn man so hört, Barbara Rütting, ja, und vor allen Dingen Maximilian Schell, so
ernstzunehmende Charakterdarsteller ja auch, besonders Maximilian Schell. Ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so eine Art von Heimatfilm ist. Ja, ja, dann passt es ja wieder, dann gefällt mir das, ja, dann ist gut, ja. Also wie gesagt, ja, der spielt dann sonst auch so mit, ja. Barbara Rütting haben wir gesagt, Maximilian Scheller haben wir schon gesagt, Heinrich Gretler hatte ich schon euch gesagt. Ach, guck mal hier, Elke Aberle, die hat damals auch viele Komödien in den 70er Jahren gespielt, ja, also so einige, jetzt so viele weiß ich gar nicht, ja, aber sagen gerade so viele, aber irgendwie war die mir immer präsent, ja, war so eine kleine, ja, so ein bisschen dicklicher, aber hat immer total sympathisch gespielt, ja, weiß gar nicht, was aus der jetzt geworden ist. Martin Rotfuchs, Max Haufler, Alfred Rasser, Ellen Wittmann und Emil Hegetschweiler. Ja gut, also die sagen mir jetzt nicht weiter was, ja. Ich sag mal, nach Elke Aberle, die Schauspieler, sagen mir jetzt wirklich namentliches nicht wirklich was. Ja. Vielleicht, weil es auch daher kommt, weil es in Liechtenstein spielt und vielleicht daher auch Schauspieler genommen wurden. Ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht, wenn ich sie sehen würde, würde ich mich sogar in der, ach so, habe ich doch schon mal gesehen. Ja, kann sein, meine Lieben, ja. Wie gesagt, Regie Georg Tressler, hatte ich ja eben schon mal kurz angeführt. Und wie gesagt, ja, eine DVD, auch wieder wunderschön mit Keepcase, mit Wände-Inlay, inwendig, ohne FSK-Logo, meine Lieben, ja. 90 Minuten Laufzeit, also eine normale, ordentliche Spielfilmlänge, circa Laufzeit 90 Minuten, wunderbar. Scheint auch wirklich in Farbe zu sein. Ja, Leute, es gab auch noch da natürlich manchmal Schwarz-Weiß-Produktionen, denn es ist die Produktion Liechtenstein, Schweiz, 1958. Und da kann man schon mal davon ausgehen. Ja, gut, bei Heimatfilmen haben sie natürlich schon oft auch damals natürlich in Farbe gesetzt, weil sonst auf Farbe gesetzt, weil dann kommt es ja richtig als schön zur Geltung. Aber ich habe zum Beispiel einige Heidi-Verfilmungen gesehen, da gab es dann auch noch in Schwarz-Weiß, ja, aus der Schweiz irgendwie mal. Jetzt habe ich gerade ins Licht geschaut, Leute, nicht gut, gerade in den Scheinwerfer geschaut. Jetzt sehe ich ja ganz komisch hier, ja. Kinder, nicht gut, ja. Nicht nachmachen, ja. Zum Nachahmen nicht empfohlen, ja. Gut, also aber weiter. FSK, Kinder können den auch schon schauen, ja, ab 6 Jahre, ja, wunderbar, ja, ist ja auch wie so ein Märchen, haben sie ja hier gesagt, ja, Alpenmärchen, ja, nach der Romanvorlage Ludmilla, ja, wunderbar, also Leute, also, ja, dann war das ja heute ganz in Ordnung, ja, und jetzt sehe ich hier schon ein paar noch neuere Sachen, die ich euch aber erst nächstes Mal vorstellen werde, meine Lieben, ja, im dritten Teil nämlich dann, okay, also, das war's. Jetzt habe ich noch was vergessen. Muss man nochmal schauen. Nö, ich habe euch die Filmhandlung hier gesagt von Kinder der Berge. Ja, ja, das habe ich gemacht. Euch die Hintergrundinformationen noch ein bisschen näher gebracht. So, die Darsteller habe ich euch auch noch alle so aufgezählt. Da habe ich wirklich auch keinen vergessen, der hier gerade aufgelistet war. Ja. Ja, wer Drehbuch, wenn euch das interessiert, gemacht hat Kamera und Schnitt, Musik, ja, unsere Produktion. Wenn euch solche Hintergrundinformationen auch noch interessieren, meine Süßen, ja, dann einfach hier auf Pilox Film gehen, ja. Ich verlinke dir ja sowieso die Links und da könnt ihr immer nochmal auch alles nochmal nachlesen gerne, ja. Und, ja, das war's. Der zweite Teil von cooles Video zu Neuerscheinungen von Pilox Film, die noch bis Mai 2024 erscheinen werden bei Pilox Film. Ist gelaufen für heute, ja. Bin fertig. Wie viel haben wir gebraucht? Also, Rohfassung jetzt sehe ich gerade. Ich will euch ja daran mal teilhaben lassen, ja. Ich nehme das ja jetzt quasi nur so auf, muss es später noch schneiden. Die Rohfassung beläuft sich jetzt auf 1 Stunde 5. Ja, prima. Das wird wieder eine Schnippelei, ja. Gut, also, ich denke, diese Woche wird das noch hochkommen. Das Video, also jetzt nicht mir selbst, ja, aber hochgeladen werden auf cooles Filmwelt auf YouTube. Jetzt zu spekulieren, wann das ist, ist sowieso ganz egal, ja, weil, also aber noch diese Woche, wenn ich von dieser Woche spreche, meine ich zwischen dem 11. März bis 17. März, ja, also vom Montag, heute aber Montag bis Sonntag, ja, also irgendwo da werdet ihr diesen zweiten Teil sehen. Wenn er jetzt hochgeladen ist, ja, herzlichen Dank, dass ihr, dann seht ihr ihn ja jetzt, ja, und dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diesmal waren es ja nur, in Anführungszeichen, deutsche Produktionen. Diesmal hatte ich in diesem zweiten Teil keine internationalen Produktionen mit dabei. Ja, da kommen im dritten Teil wieder welche. Habe ich schon im Vorfeld gesehen jetzt gerade auch.
Und ja, wer aber wirklich mal so wieder deutsche Produktionen mal wieder gerne sieht, weil ich habe letztens irgendwo gelesen, da hat jemand gesagt, warum schimpft ihr mal auf die deutsche Filmlandschaft? Die Deutschen konnten immer gut filmen. Ja, konnten sie mal. Ja, die Betonung lag auf konnte. Ja, Vergangenheitsform bitte. Ja, heute ist das erspärlich. Ja, aber wer sich eben dann doch lieber sagt, nee, da gucke ich mir lieber gehaltvolle Filme an und eben auch mal so ein Märchen, ja, für Kinderchen ist ja schön, ja, man kann dann vielleicht auch mal ablachen, man muss ja auch viel lachen, meine Lieben. Dann schauen wir lieber sowas an, ja, da wussten die Leute wenigstens auch, was sie gemacht haben, auch wenn manchmal Klamauk dabei war, ja. Es war ja nicht alles toll, ja, aber es war mehr Qualität, meine Lieben. Und wenn ihr dann sagt, nee, wirklich, dann gehe ich in die Nostalgie, auf die Nostalgieschiene mit Kulle zusammen, ja, dann viel Spaß dabei, ja. Ihr könnt das alles bei Pidax vielleicht auch schon früher bestellen, ihr könnt es vielleicht auch schon eher bekommen, darauf weist Pidax wie immer auch immer wieder hin, auch auf der Seite übrigens, wo ihr dann seid, mitunter sagen die dann auch immer dort, es wird auch vielleicht schon ein bisschen eher, ja, müsst ihr mal schauen, ihr könnt da ja mal bei Pidax mal schauen, wenn euch solche Filme und Serien generell interessieren, auf jeden Fall hoffe ich, dass auch diesmal wieder was dabei war, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, deutsche Produktionen heute waren, aber ich fand vieles interessant, ja, also hier, das mit Rasputin fand ich toll, dann hier, was war noch, ja, lustig natürlich hier mit Maximilian Schell hier der Film, ja, Kinder der Berge, ja, und Daheim in den Bergen, hier diese Serie, Leute, fällt mir ja auch noch gerade ein, ja, hier, wo ich immer denke, dass das Alexandra Nelde da ist, ja, naja gut, okay, und Preußische Nacht, da haben wir ja wirklich richtig tolle Filme, gut, ist jetzt zwar nicht historisch, jetzt großartig darauf bedacht, historisch zu sein, nur der Hintergrund an sich halt so ein bisschen, aber gut, ja, dann hier nochmal, hier Urlaub auf Italienisch, ist doch herrlich, Kinder, ja, ein bisschen wenigstens ein bisschen ablenken vom Alltag, einmal mal die Seele baumeln lassen, ist doch perfekt, ja, und Rasputin, wo ja mich immer noch nicht beruhigen kann, das muss ein guter Film sein, ja, Zweiteiler, Leute, also, wir haben, da sieht man auch damals, deutlich bessere, schönere, gemütlichere, ja, Filme und Serien am Start gehabt, ja. Ich schneide das jetzt auch nicht genau, ja. Es soll auch ein bisschen lustig sein, meiner Kollege, ja. Gemütlichere. Jetzt habe ich es, aber ist egal. Ich lasse das so drin, klar, ja. Gut. Ich mache jetzt Schluss, ja. Der dritte Teil folgt bald auch. Aber jetzt kommt erstmal natürlich meine Bitte darauf, dass ihr euch jetzt erstmal freut über diesen Teil und dass ihr vielleicht ein bisschen gespannt seid und vielleicht sagt, ja, der ein oder andere Film ist was für mich dabei, ja, war wieder interessant bei der Kohle, ja, empfehlt mich weiter, ja, teilt gerne auch dieses Video, ja, wenn ihr mögt, ja, wenn ihr sagt, das gemütliche, ja, das muss jeder hören, ja, okay, ja, dann teilt mich ruhig, ja, bin für jeden Spaß zu haben, Kinder, ja, gut. Aber ich möchte mich natürlich zum Schluss wirklich auch in Ernsthaftigkeit jetzt noch bedanken bei Pidax Film dafür, dass ich wirklich diese tollen Fotos und so verwenden darf, ja, und dass ich das hübsch dadurch präsentieren kann für die Leute, für meine Zuschauer und natürlich für die, die diese Filme, Serien vielleicht genauso interessant finden wie ich und denken, ja, da werde ich mal vielleicht doch mal ein oder andere DVD mal kaufen, ja. Denn die Preise sind, könnt ihr euch da auch überzeugen, ja? Ist in Ordnung, ist gewährleistet also für diese Filme da, ja. Ja, muss ich sagen. Gut, das war's von mir. Vielen Dank, lieber nochmal an Peterson, ja. Liebe Grüße von Kunstfilmwelt, von dieser Etherstelle, ja. Okay, so Leute, jetzt mal Schluss. Das habe ich noch mehr zu cutten als ich schon, ja. Und dann muss ich ja erst noch alles schön machen, damit ihr auch die Fotos da alles so drin seht, ja. Naja, das ist auch viel Arbeit. Gut, bin jetzt bei 1 Stunde 10, das wird eine Schnippelei wieder. Ja. Gut, meine Lieben. Also, habt noch einen schönen Tag, ja. Oder wenn es erst am Wochenende ist, eventuell ein schönes Wochenende, ja. Habt's jedenfalls gut, bleibt schön gesund oder werdet gesund. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Livestream. Oder was sonst von der Colore kommt, ja. Aber Livestream dann wieder auf jeden Fall. Also, ich sage jetzt erstmal, was mache ich halt mit meinen Armen hier? Zack, zack, zack. Also, salut, ab in Trümmer. Besser wissen wir. Salut. Das war's schon. Tschüss.